Mein Name ist Holger Mantey. Ich bin Pianist. Geboren bin ich auf der wunderschönen Insel Rügen in Binz. Meine Konzerte heißen zum Beispiel von Bach bis Bonanza, von Virtuos bis Gnadenlos oder Mozart bis Gershwin, Klaviermusik zum Eintauchen. In den letzten Jahren habe ich mein Instrument, den Flügel, immer mehr kombiniert, auch mit anderen Instrumenten. Das fing mit Trommeln an. Oder Handpans, wie zum Beispiel das Rough Drum aus dem fernen Sibirien. Reisen inspiriert. Es ist eine große Herausforderung, mit Musikern und Künstlern aus verschiedensten Ländern Projekte zu entwickeln und diese auf die Bühne zu bringen. Nicht alle komischen Leute kommen aus Österreich, obgleich man kann da schon an einige denken und seinen Blick in dem Zusammenhang auch auf einen gewissen Mozart lenken. Als ein berühmtes Stück gilt seine Wiener Sonate, die ich jetzt verbrate. Und sie klingt beschwingt und smart. So ganz im Sinne, ich denke mal vom Schöpfer, dem Wolfgang Amadeus Mozart. Mit viel Esprit dann wieder hart daneben habe ich mit Fantasie all mein Streben hineingegeben, denn ich dachte, aus dem Stück ganz sachte das Potenzial herauszukitzeln, um über die Gedankeneinfallswelt des Meisters ein bisschen rumzuwitzeln. Ich schreibe eigene Sachen, romantisch, ruhig, virtuose Sachen und bearbeite Kompositionen, die man kennt und versuche mal das Original zu einfallsreichen Variationen zu stellen. Ja. Naja, aber dafür habe ich es eigentlich nicht gemacht. In 21 Ländern der Welt unterwegs gewesen mit meinen Konzerten. Besondere Affinität habe ich zu Japan. Da war ich ziemlich oft.
ja, mit der Zeit findet man Freunde und es ist einfach unglaublich, was da so zusammenkommt. Japan ist einfach ein Land der Extreme, extrem freundliche Menschen, extrem gutes Essen, extreme Landschaften, extrem schöne Landschaften, extreme Städte. Das bildet die Grundlage von so viel Poesie und Inspiration, dass daraus schon sehr, sehr viele neue Stücke entstanden sind, ganze CDs schon entstanden. Ziemlich bescheuert, denn es hatte bereits in meinem Kopf angeheuert, so ein alles überschwebender, geflügelter Geier, der mir zurief: Hey Alter, was leidst du da für ein Geseier? Nimm doch einfach diesen angesagten türkischen Marsch. Na gut, dann suchte ich die Noten, doch die waren im Keller. Ich musste feststellen, die Mäuse waren schneller, denn es gab nur noch Teile von Noten und die klangen in der Form hintereinander gespielt ziemlich verboten. Dann nahm ich die Notenteile, schrieb ein bisschen was dazu und dann waren sie auch wieder heile. Jetzt allerdings denke ich, das Stück klingt fast ein bisschen barsch. Und deswegen nenne ich es auch nicht mehr türkischen, sondern eher türkischen Marsch. Ich denke, Musik gehört zu den besten Dingen im Leben. Naja, und man weiß ja, die besten Dinge im Leben kann man für Geld nicht kaufen. Oder doch?